Bee, komme zurück vor dem Pferd. Bei Richard. Und jetzt ist auch was ziemlich Interessantes passiert, kurz bevor es angefangen hat. Und zwar die Ladesequenzen erzählen dann nochmal schöne kleine Geschichte, damit man auch genau weiß, was gerade Sache ist. Ohne großartig rum und umzumehren. Na gut, wir gehen jetzt wieder auf Blutze drauf. Und machen uns erstmal hier. Gibt's von den. Oh, da ist ein Wolf. Das ist nicht gut. So, runter von dem Pferd jetzt. So, hin. Was ist das? Der zieht sogar automatisch das Schwert. Was ist denn hier los? Was heißt hier ein Mörder? Das war ein Wolf. Sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen hier. Oh, da ist noch was. Wo ist das Vieh? Ach, das soll aufhören, das Ding jedes Mal automatisch zu ziehen. Also, komm. Wow, ey, komm, geh weg. Na, ohne Mist. Hier sind Wölfe anwesend. Niemand geht auch nur einen Meter weit weg. Ich weiß jetzt blöderweise auch gar nicht, ob die überhaupt gekillt werden mussten, aber... Das ist halt das Blöde, ne? Ich hätte es aber lassen können, weil der Wolf ist hier rum und um gerannt und irgendwie hat er niemandem was getan. Ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen, bevor ich das Vieh angegriffen habe, aber na gut. Vielleicht sind sie ja friedlich. Ja, man weiß ja nie, ne? Okay, was ist das jetzt hier? Irgendwas anderes. So, und erstmal hier speichern, ne? Der Speicherwahn hat um sich gegriffen. Was ist das denn? Eine leere Flasche. Teig. Fisch. Was? Fischteich? Oder Fischteich? Da. Böses im Busch. Böse. Haben die hier runtergesprungen? Na, da kann man nur hoffen. Oder nicht hoffen, je nachdem. Naja. Gehen wir erstmal hier hoch. Machen die Viecher kaputt. Vielleicht haben wir irgendwann mal ein Level Up oder sowas. So, na komm schon. Wow, das kann ich so. Na gut, klettern, ne? Okay. Klettern ist also nicht so zu Geralds Stärke. Ach komm, ey, bitte. Du bist ein Witcher. Jetzt zieh ab, ja. Gut, vielleicht kann man hier hochklettern. Nein, kann man auch nicht. Also wie kommt man jetzt da hoch? Ein Deserter. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Die haben sich wirklich eine sehr gute Position dafür ausgewählt hier. Und hier unten ist anscheinend... Was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, es geht hier runter? Und ich weiß nicht, was diese blöden Pfeile so genau bedeuten. Ah, nee, der eine Pfeil, der ist direkt unterhalb von so einem Dings und der andere Pfeil, der ist oberhalb von so einem Dings. Und mit Dings meine ich Blatt. Und dann immer, ja, je nachdem, in welche Richtung man dann gehen muss, damit man das so findet. Schön, dass man es wenigstens auf der Karte sieht und man muss nicht großartig erst, suchen und so einen Scheiß. Irgendeinen Suchskill oder sowas. Verbessern, weil wir sind ja The Witcher, wir kennen uns schon ziemlich gut aus. Hier riechen die Zutaten. So, was ist das hier? Hallöchen, ja. Warte mal, hier ist doch. Na, okay, hier macht niemand was. Krieg ich die Tür ja auf wie eine Furzblase im Wasser. Ah, einfach gegenlaufen. Das tut's auch. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Na gut. Über das X. Zieht das Pferd ran. Da kommt jetzt mal ran hier. Komm mal ran hier. Och komm, die paar Meter hätte es wenigstens noch gehen können hier. Na gut. Auf zu Plätze. Oh, nee, hier ist noch was anderes. Hier ist noch ein Lager. Mir gar nicht aufgefallen. Was steht hier los? Und was ist das? Sind das Lebenszeichen oder was ist das? Nee, das ist hier unten. Irgendwas ist hier unten. Na komm schon. Was ist da? Oh, fuck. Okay, erst
mal brauche ich einen Weg hier wieder hoch. Weil ohne einen Weg hier wieder hoch brauche ich gar nicht erst hier runter zu gehen. Mach mal nebenbei kleiner mal die Viecher hier unten kaputt. Ah, komm schon. Wie komme ich hin? Na toll. Der Weg hier runter ist da hinten. Okay, bevor wir hier runterspringen, erstmal speichern. Man weiß ja nie, wann man sich irgendwas bricht. Und da war es auch schon. So, was wollen wir eigentlich hier mal für ein Zeichen haben? Wollen wir Quen oder wollen wir... Ach komm, hier, Igni geht los. Die Viecher sind bestimmt... Ah ne, falsches Schwert. Wechseln. Hey, ich will das Vieh anvisieren jetzt. Wie lange? Jetzt muss ich ewig weit ran, bis hier mal was Sache ist. Und... Au. Fuck, ey, die Dinger sind schnell. Hat das Vieh überhaupt Flucht aus dem Kampf? Wenn ein Kampf zu schwierig ist, kannst du flüchten, um deine Haut zu retten. Halte links zu drücken, um während eines Kampfes zu sprinten. No shit. Okay. Zwei haben wir schon mal. Kommt der andere auch noch ran? Nö. Ist etwas, ja. Ist klar. Brauche ich was zu essen? Nein. So, jetzt die Frage. Kann ich auch irgendwie zielen? Nee. Nope, das ist nur so ein Kurzzeitspruch, kann man sagen. Komm schon. Oh, meine Fresse. Explosiv. Explosion. So, jetzt fahren wir das. Können wir damit interagieren? Aha. Ah, mit nochmal C drücken kriege ich ja leider nicht, aber gut. Ah, man muss übelst nah ran, bevor der Typ überhaupt nur irgendwas angesehen kann. Wow, was ist denn das jetzt wieder gewesen? Oh, ein Schatz! Schatz! Deshalb sind die alle so... Wow, aggro. Na, komm ran hier. Ob ich das Vieh parieren kann? Na, mal gucken. Okay. Ach, egal, komm hier. Wir teilen das. Ich wollte sagen, hier wird... Ach Gott. Wir säbeln das erstmal auseinander. Und was passiert? Wir teilen es wirklich in zwei. Schickes Ding. Gegenstandsschema. Das bringt hier mal zum Handwerk an. Was ist das? Ein Jagdstiefel. Noch was. So, erstmal die Viecher hier weg damit. So, Ekima hast du nicht gesehen. Weiter habe ich jetzt auch nicht so zwingend Lust zu gehen. Moment, habe ich das Vieh überhaupt schon ausgenommen? Und habe ich das Vieh überhaupt schon ausgenommen? Ne, anscheinend schon. Gut. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Meine Güte. Aber wir sind da wegen doch sehr schnell zu Fuß. Pferde herbeirufen X. Ja, toll. Wenn ich aber noch einmal Pferde herbeirufen X sehe, ey, dann... Ne? Also dann ist Rom offen. Moment, habe ich ja nicht gerade irgendwas graulen? Ne? Nee. Oh, meine Güte. Und der soll aufhören, so einen megamäßigen Kreis zu ziehen. Ich laufe so. Nee, das sind einfach nur geradeaus. Und dann aber abziehen hier. Wie eine Rakete. Wie geht das? Jusch. Gibt es hier so einen schnell aussehen Button? Nee. B wäre dann, glaube ich, noch nicht, ne? Ja. Einfach nur E hämmern, wie ein Irrer. Das tut es anscheinend auch. Und die Pflanzen, was mir aufgefallen ist, entweder habe ich die nicht ausgenommen, oder die wachsen extrem schnell nach. So, aber jetzt gucken wir mal kurz ins Inventar rein. Mal schauen, du... Meine Güte. Wenn das einmal dasteht, ist ja mal in Ordnung. Aber wenn das dann immer und immer und immer wieder wiederholt wird, kriege ich die Rede. Bücherdokumente verwenden den Filter Bücher. No shit. Das Bücher, den Bücher, den benutzt. Auf das Buch oder Dokument, um es zu lesen. Ach, doppelklicken? Rechtsklicken tut's auch. So, was haben wir als nächstes? Ein Relikt. Vielleicht haben wir da... Oh, vor allen Dingen ist das... 15, da ja, 2 haben wir davon und wir haben 9 von 60, keine Ahnung, Kilo,
halt irgendeine Einheit. Falsche mystische Tränke. Helfer der Papa. Zutaten umgewendet werden. Ah, sehr schön. Plus so und so viel. Plus 3. Was ist das? Plus 1 Aufschlitzresistenz. Plus 2 Elementarresistenz. Umschalt, halten, vergleichen. Toll. Aufschlitzresistenz plus 2. Das innerhalb plus 1. Ja, bei der Rüstung wird als einziges nach oben oder nach unten angezeigt. Bei den anderen Dingern wird nichts angezeigt. Das ist ein bisschen schade. Aber egal. Nehmen wir. Runen wird auf einen freien Fassungen unter Schwert platziert, um dessen Eigenschaft zu verbessern. Plus 2 auf Bluten. Was haben wir hier? 22, 26, 30. Vikora und ein Hexersteilschwert. Eigentlich ist das Hexersteilschwert ziemlich cool. Das hat 25 Rüstungsdurchdringung. Ja, was ist jetzt besser? 25 Rüstungsdurchbohrung vor allen Dingen. Hallo? Das ist kein Bohrer. Durchdringung hat es auch getan. Gut. Naja, wegwerfen wollen wir hier nicht. Und 280 von 1000 Erfahrungspunkten. Meine Fresse. So. Jetzt geht's aber los. Ach, das soll nie nach rechts abziehen, sondern mal nach links hier. Los. Jetzt machen wir aber mal hin hier. Na komm. Sollte ich dem nicht folgen? Brücken sind immer bekanntlich von Brückendrollen umgeht. Den weiß ich nie, aber deshalb habe ich nicht angehalten. Oh! So ist's gut. Eine Katze. Einige Zeit später. No shit, einige Zeit. Muss ja eine ganz schöne Zeit gewesen sein. Die 5 Sekunden. Hilfe! Hilfe! Ja, was sehen wir denn? Wir sehen einen Karl. Wir sehen zwei Leichen und wir sehen einen. Jemanden, der sich an dem. Oder jemanden. Oder etwas. Besser gesagt. Dass ich am. Pferd da. So. Na. Das ist ja mal cool. Die hauen dann immer die Pferde weg. Das ist auch ganz praktisch. Der trieft ja übelst. Und der sollte aufpassen, dass der nicht nochmal von dem Greif getroffen wird. Das ist fies aber. Ja, er nimmt gleich das ganze Pferd mit. Aber wie das da runter so. Das ist genial, wirklich. Und was ist. Ach komm. Das Ding ist innerhalb von 5 Sekunden zusammengeheilt. Ist der weg? Ja. Komm raus. Also so wie die Frisur jetzt aussieht, brauchen wir doch ja auch nicht so ein Frisur. Sieht eigentlich ganz Witcher-mäßig aus. Gott, das ohne die rausierten Ecken da. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück fliegen hast. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Und dann? Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ja, ein paar Kronen wären nicht schlecht. Du schuldest uns nichts. Ach wirklich, ne? Na okay, er hat uns nicht. Er hat uns nicht drum gebeten. Na, wir haben das ja einfach nur aus Spaß gemacht. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Mann, sind wir nett, ey. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Sowas in der Art. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber... klingt gut. Hier im Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht Informationen tun es auch. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Oh mein Gott. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Genau. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. So, na gut. Da geht es wieder aufs Pferd. Ein neuer Eintrag wurde mit der Serie durch Rücktaste, um das Menü zu öffnen und zu lesen. Ja, Rücktaste.
Die Rücktaste ist viel zu weit entfernt. Zurück ist doch einfach B. Wie Bestiario. So, wirksam im Kamm. Ja, Einträge im Bestiario halten so Informationen im Monster darunter. Tipps und Strategien, wie man sie am besten besiegt. Ist klar. Bestienöl. Aha. Hybriden. Greif, was ist denn das? Hoffentlich ist das auch wieder ein Reim. Ja, halb Adler, halb Katze, wie auf dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt des Zepters meine tote Kuh. Ah, okay. Nichts. Greifen waren einst nur hoch in den Bergen anzutreffen, wo sie Murmeltiere und Wildziegen jagten. Nach ihren ersten Kontakten zu menschlichen Siedlern wechselten sie jedoch zu einer sehr viel reichhaltigeren und einfacher zu jagenden Beute. Boah. Erstmal hier anständig wieder belüften lassen. So, nämlich Kühe, Schafe und Schäfer. Oh, samt Schäfer. Diese einst seltenen Kreaturen haben. Kreaturen. Halb Adler, halb Wildkatze vermehrten sich daraufhin innerhalb weniger Jahre zu schlimmsten Plage. Ach, schlimmsten auch noch, na gut. Und Ertrunkene, was haben wir hier? Igni! Das haben wir ganz alleine rausgefunden. Am Ufer muss man still sein. Erstens, um die Fische nicht zu erschrecken. Zweitens, um keinen Ertrunkenen anzulocken. Ich dachte schon, das wäre wieder ein toller Reim. Das wäre doch toll, wenn alles mal wieder so in Reimform wäre, aber nein. Ein Ertrunkener sieht aus wie eine Leiche vom Grund eines Sees. Na toll. Normalerweise sind so ertrunkene Dinger oder. Naja, egal. Vom Grund eines Sees sind eine kränkliche blauer und grüner Farbe, sondern aus dem pure Schleim ab und verbreiten üblen Verwesungsgestank. Daher wird weithin angenommen, dass Ertrunkene ebenso wie ihre gefährlicheren Verwandten, die Wassermänner, Moddernixer und ertrunkenen Toten aus den Leichen der Leute entstehen, welche in flachem Wasser ertrunken sind, irrte Reisende, die in den Sumpf geraten, Kinder, die zu weit hinausgeschwommen sind, oder im Falle von Wassermännern, betrunkene Bauern, die von den schmalen Sumpfstegen gefallen sind. Ah, okay, da gibt's Unterschiede. Ein Freund von mir sagte, dass bei allen Greifen und Basilisken und sonstigen Geschmeiß die guten alten Wölfe das geringste Problem wären. Dann fraßen die verdammten Biester ihm die halbe Herde auf. Na klasse. Jetzt waren die Wölfe die unangefochtenen Herrscher der Wälder, die Menschen erschreckten ihre Kinder mit ihnen, auch die Erwachsenen erschauerten beim Wolfsgeheul. Die Monster, je nach der Konjunktion auftauchten, drängten die Wölfe nicht nur tief in die Wälder zurück, sondern nahmen auch ihre Plätze in den Albträumen der Menschen ein. Das heißt aber nicht, dass die alten Räuber keine Gefahr mehr darstellen. Wölfe tragen keinen Funken Magie in sich und spucken weder Feuer noch Säure, aber das hält sie nicht davon ab, unvorsichtige Reisende und Jäger zu töten. Besonders gefährliche und wilde Unterarten sind Barge, sowie die schneeweißen Wölfe, die heute nur noch in dem wilden Hochland von Skellige anzutreffen sind. Gut, hat sich das schon mal erledigt. Warum muss ich zweimal Escape drücken? Meine Fresse. Ja, sieh mal einen an. Ja, sieh mal einer an. Klasse. Wie kriege ich denn jetzt das Pferd? Wir drücken einfach mal F5 und jetzt einmal auf F6. Mal gucken, was passiert, wenn ich F6 drücke. Nichts. Wenn ich F7 drücke? Auch nichts. Wenn ich F8 drücke? Auch nichts. Okay. Escape, Spiel laden und schnell speichern. Okay. Mit ein bisschen Glück ist das Pferd wieder da. Und das kommt jetzt nämlich. Das ist cool. Aber das muss man dann wahrscheinlich immer wieder bekommen. Gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Ja. Selbes Ding immer und immer wieder. Ich wäre fast schon immer dazu geneigt, es jedes Mal wegzudrücken. Ich kann das noch nicht mal so schnell sehen. Ah, da ist das Pferd wieder. Wunderbar. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. So kann ich die Leichen nicht ausnehmen. Komm schon. Der Greif hat doch nie im Leben alles mitgenommen. Und das hier. Nichts. Gar nichts. Ist jetzt auch Wurst. Wurst und Käse. Wir gehen weiter. Halte auf der Straße und links gedrückt, ohne zu lenken. Dann folgst du dem Straßenverlauf automatisch. Na geil. Ein Autopilot. Dein Pferd verliert keine Ausdauer, wenn es der Straße automatisch folgt. Ja, das ist ja mal arschgeil. Okay. Also, ein Greif so nah am Dorf.
Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Also, da liegt es am Krieg. Alles was soll man hier? Leichen, Blut gestanden, ja, ja, ja. Fleisch. Das kann die Monster irre machen. No shit. Du näherst dich einem Dorf, störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit, ja, so einem Symbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexer, Arbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Schönes Ding. Ich habe bis jetzt Lustiges von diesen Anschlagbrettern gehört. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Pferd absitzen. E gedrückt. Halte E gedrückt, um abzustellen. So. Kann man denn vom Pferd aus interagieren? Ich habe. Was ist denn das? Ein Kartenspiel. Ich drücke E ein einziges Mal und bin drunter. Die kann man aufnehmen. Die Karten kann man ja nicht nehmen. Moment mal. Wenn da steht, halte E gedrückt, um auf- oder abzusteigen. Das ist jetzt so ein bisschen... So, Bäuerin, wir haben jetzt auch nichts. Ja, ja, ja. Was? Was für eine Gruft? Okay, also hier gibt es irgendwo... Mann, das war dann eben Absicht. Die Steuerung ist so assig. Das ist immer blöd, wenn die so langsam anfangen und dann erst sprinten. Ist zwar schön und gut und realitätsnaher, aber trotzdem nervig. So, und was passiert? A Krug! Super. Super. Meine Güte, ey. Reiß die nicht um. Die will uns bewirten. Oder bewirtinnen, je nachdem. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Oh, die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du Was bist ist nicht denn mit dem? Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Ja, na unten interessiert doch kein Schwein. Du kannst mich mal. Muss man aber nicht gleich auf den Tisch draufhauen. Und er setzt sich bestimmt gleich wieder hin. Genau. Ach nee. Ist doch scheißegal, ob das Ding jetzt dort hängt oder nee. Hauptsache ist, das Interieur sieht schön aus. Klopf, klopf, wer ist da? Der Typ mit der Schulter. Was? Hexer? Ah, was denn jetzt? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Er muss ja auch nicht mit mir trinken. Ich will nicht noch nicht mal an diesen blöden Tisch setzen. Wegen dieser Gauner. Gauner sind sie nicht. Das sind Idioten. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Ja, haben wir schon gesehen. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Ja, aber sonst geht's ihm gut. Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Ah, es ist doch mal schön. Was kann ich euch bringen? Aber noch lauter kann man... Ja, das ist ein bisschen... Die ganze Zeit hat die relativ leise gesprochen, aber jetzt auf immer... Gehen aufs Haus. Innerhalb von 2 Sekunden von... Aber das Herausposaunen wurde jetzt nicht so... Es wurde nicht emotional gemacht, leider. Wir suchen nach einer Frau... Wirklich. Ach nee, hier, durch Optionen, die mit Müll markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Danke. Zeig mir, was du zu bieten hast. Wir suchen eine Frau. Ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Eigentlich ist ja nichts los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft. Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. So, na gut, haben wir da... Also das, der Unterschied zwischen ausgegraut und weiß ist minimal. Wirklich minimal. Man kann nur raten, dass die Dinger schon mal benutzt worden sind.
Ich werde auch für ein bisschen mehr Kontrast dafür. So, kümmert sich schon jemand um den Greif, Frau Ortel? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Welchen? Ja. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können, aber nicht umsonst. Also zumindest den Greif nicht umsonst. Ja, und wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, feilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und die hat ja auf alle Fälle gesehen. Es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ach, wirklich? Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Hm. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Ich hätte fast gedacht, die hätte die gesehen. Da wird das Gespräch beendet. Och, wollen wir jetzt gar nicht machen. Was hat die denn zu bieten? Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Poh. Da kann man alles Mögliche da rein interpretieren. Kauf und verkaufe Gegenstände in das Fenster. Och, doppelklick auf den Gegenstand, um ihn zu kaufen. Escape, um das Fenster zu schließen. Schönes Ding. Aha, Moment. Aha, aha. Ach so, Sachen, die man nicht verkaufen kann, die... Das ist auch cool. Man kann jetzt nicht alles Mögliche an alle Leute verkaufen, sondern nur bestimmte Sachen. Das ist ganz toll. Bisschen nervig, wenn man unbedingt was verkaufen will. Jetzt aber die Frage, hat die Händlerin ein... Da haben wir es doch. Ein Betrag von Geld, den man ausschöpfen kann. Bezahlfähigkeiten von Einheitenkarten. Finde solche Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um wieder deine Hand zuzugeben. Kostet 20. Katapult. Drachenjäger. Volltest. Anführer des Nordens. Mhm, mhm. 50, 20, 20. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir jetzt die Dinger holen sollte oder lieber noch ein bisschen warten sollte. Man weiß nie. Aber egal, wenn wir schon mal dabei sind, wir holen uns jetzt einfach die Glück. So, haben wir alle. Was ist das? Redanischer Kräuterschnaps. Nein. Wir sind fertig. Gibt's nichts mehr zu machen. Ich muss immer zweimal auf Escape drücken, ich glaub's. Vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Also alles würde ich jetzt nicht sagen. So viel hat die ja noch gar nicht gemacht. Was sind jetzt? Sind die weg, oder wie? Ich sehe nur den Witcher. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Alter, du hast weiße Haare und solche Augen. Keine Aufmerksamkeit erregen ist damit nicht möglich. Lass sie doch. Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Du hast eine Gewinnkarte erhalten, nicht nur eine, auch mehrere. Geh ins Kartenfenster. Nein, ich drücke H. So, Gewinnspieler verwenden ihre eigenen individuell zusammengestellten Kartensätze. In diesem Fenster kannst du deine Kartensätze verwalten. Dankeschön. Fuck. Das ist das Spiel im Spiel. Meine Fresse. Du kannst für jede der vier Fraktionen Nilfgaard, das Königreich, Monster und Skoyatel. Ach, Skoyatel, das sind dann hier, ach Gott. Das sind Elfen, die aufständischen Elfen, weil, kleine Informationen am Rande, die Leute hier sind ziemlich rechts eingestellt. Was heißt das jetzt? Die sind sehr fremdenfeindlich. Na okay, man kann auch ziemlich rechts sein und nicht fremdenfeindlich sein. Das kann man kombinieren, muss aber nicht. Ein Gegensatz zusammenstellen. Verwende 1 und 3, um zwischen der Fraktion zu wechseln. Zu jeder Fraktion gehören bestimmte einzigartige Karten, die einen bestimmten Spielstil begünstigen. Jede Fraktion hat außerdem einen Fraktionsvorteil. Nilfgaard gewinnt alle Unentschiedenen nur... Meine Güte, ey, Nilfgaard ist ja mal OP. Natürlich reicht. Erhalten nach jeder siegreichen Runde eine Extrakarte.
Also fürs schnelle Spielen und schnelle Kombinieren ziemlich gut. Entscheiden, wer die Partie eröffnet. Das ist auch ziemlich cool. Wahrscheinlich, weil die immer irgendwelche Hinterhälte machen oder so. Da weiß man immer Bescheid. Ja, die fangen an oder eben nicht. Monster erhalten nach jeder Runde eine zufällige ausgewählte Karte auf dem Schlachtfeld. Das ist natürlich auch geil. Ich glaube, ich werde immer Monster spielen. Oder Nilfgaard. Je nachdem, ob ich oft unentschieden habe oder nicht. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Drücke X, um die Anführer zu sehen, die für die aktuelle ausgewählte Fraktion verfügbar sind. So. Wen haben wir denn? Volltest. Und nochmal Volltest. Sind das Wissen? Es ist natürlich und wunderbar, dass ein Mann seine Schwester liebt. Wow. Aha. Hat der also was? Sehr interessant. Drücke Eingabe, um die markierten Anführerkarte auszuwählen. Jeder Anführer hat eine einzigartige Fähigkeit. Setze sie ein, um das Schlachtenglück zu deinen Gunsten zu wenden. Anführerkarten, die du nicht besitzt, sind gesperrt und werden freigeschalten, wenn du sie erlangst. Okay. Wahrscheinlich, wenn man die besiegt hat oder so. Wäre lustig. Aber das Interessante ist, in der 1 hatte man durch, Nächtigungen Karten bekommen, aber mehr so einfach nur Sammelkarten und mehr so wie ein Sticker-Album. Und bei der 2 gab es das, ach Gott, das gab es glaube ich überhaupt nicht, da gab es ja nur das Würfelspiel. Und bei, oder gab es bei der 1 das Würfelspiel, ich weiß es gar nicht. Egal, auf alle Fälle gab es auch noch ein Würfelspiel, das gab es glaube ich bei allen beiden Teilen. Und das Gewinnspiel hier ist dann ja fast schon so eine Kombination, nur halt nicht so lustig. Okay, lustig ist es zwar schon, aber der Fun-Faktor, den man durch das Sammeln von Nächtigungskarten bekommen hat, der war super. Hier sind alle Karten, die du besitzt und die mit dieser Fraktion verwendet werden können. Nur 6, hätte ich gar nicht gedacht. Oder kann ich hier zoomen oder was? Karten, die sich derzeit im Kartensatz dieser Fraktion befinden, erscheinen hier. Ich sehe da jetzt den Kartensammlung. Alle Karten, Karten im Satz. Ah, okay. Zusammenstellungsregel. Ein Kartensatz muss aus mindestens 22 Einheitenkarten bestehen. Er kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten enthalten. Also insgesamt 32 Karten. Du kannst auch mehr als 22 Einheitenkarten in deinem Satz haben. Verringerst damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, deine mächtigsten Karten zu ziehen. No shit, Sherlock. Dein Kartensatz benötigt noch 2 weitere Einheitenkarten, wie von der roten Zahl angezeigt wird. Okay, also mindestens 22 und bis zu 10. Aha. Und derzeit haben wir 26 Karten. Aufbau eines vollständigen Kartensatzes. Du musst 2 Einheitenkarten aus deiner Sammlung links in den aktuellen Kartensatz der Fraktion rechts verschieben. Okay. So, Anführer wechseln. Ach, okay. Hier kann man so ziemlich alles mit Doppelklick aufmachen. Oder zu. Ich drücke hier einmal drauf, nichts passiert. Ich drücke hier einmal rechts und ich kann es aufmachen. Was haben wir hier? Anführerfähigkeit. Suche deinen Nachziehstapel nach extrem dichter Nebel. Spiele die Karte sofort aus. Okay, Frage. Da haben wir doch. Extrem dichter Nebel. Fuck. Setze die Stärke aller Fernkampfkarten beider Spieler auf 1. Beider Spieler. Toll. Das heißt, ich sollte eher auf Nahkampf gehen. Weil sonst bringt das nicht. Wie kriege ich überhaupt die Fähigkeit an Mann gesetzt? Aber gut. X. Ah, hier kann ich wechseln. Toll. Ich kann hier einmal. Ah, mit Mausrad kann man hier rum und machen. Das ist schön. Das ist ein tolles Menü. Entferne durch klirrende Kälte, strömender Regen und extrem dichter Nebel hervorgerufene Wettereffekte. Check ich nicht.